Hier ist Heiko Rosner aus der Cinema-Redaktion. Ich stelle den Film Franz vor. Deutschland kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Eine Frau legt am Grab ihres gefallenen Mannes Blumen nieder. Da fällt ihr ein Mann auf, der ebenfalls um dieses Grab herumstreicht und ihren Mann offenkundig gekannt haben muss. Die beiden freunden sich an. Der Fremde erweist sich als Franzose. Und da beginnt schon die Probleme, denn in dem kleinen Dorf, in dem die Handlung spielt, mögen die Leute die Franzosen nicht. Die Spannung zwischen Deutschen und Franzosen ist immer noch erheblich. Dann steht der Frau eine Offenbarung bevor, die ihr buchstäblich den Boden unter den Füßen wegzieht. Der Franzose François Ozon hat mit deutscher Beteiligung einen sehr klugen, eindringlichen Film über Versöhnung gedreht, der übrigens auf Ernst Lubitschs Film Der Mann, den sein Gewissentrieb basiert. Sehr empfehlenswert, sehr ernst auch und traurig. Trotzdem ein wichtiger, poetischer Film. Das war Heiko Rosner aus der Cinema-Redaktion.